Ich melde mich ja nochmal außerhalb der Reihe. Was mich gnadenlos aufregt, ich bin ja eben durch Stelzog durchgefahren. Das ist ein Stadtteil, da wohnen 20.000 Leute. Das halbe Einkaufszentrum, das steht leer. Da sind keine Geschäfte mehr drin. Ich kapiere das nicht. Da vor 25 Jahren, da war Stelzog halb leer und das Einkaufszentrum voll. Und jetzt ist das umgekehrt. Und nun kommt's. Die wollen 120 Bäume, wollen die in Stelzog abholzen. Ja, diese SPD-Regierung hier. Sie von der CDU-Regierung ja sowieso nur unterscheidet, wenn sie in der Opposition ist, und das ist sie ja zurzeit nicht. Ich verstehe ja nichts von Politik, aber das kriege ja nun selbst ich mit. Ach, wo sollen die Leute denn einkaufen? Besonders wenn sie kleine Kinder haben, vielleicht mehrere. Wo sollen die alten Leute einkaufen? Wo sollen die Leute einkaufen, die eine Behinderung haben? Ja, geht's noch? Und dann, direkt vor dem Einkaufszentrum, da sollen 120 Bäume drin und rumherum abgeholzt werden mit der Begründung, damit da wieder ein Wochenmarkt hin kann. Ein Wochenmarkt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das Einkaufszentrum, es steht leer. Aber ein Wochenmarkt soll dahin. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Bisher habe ich ja nie so darüber nachgedacht, mich mal politisch zu engagieren, aber mittlerweile, vielleicht mache ich sogar das mal. Und in den Anhang von dem Text, dass Sie auch sehen, wovon ich hier jetzt überhaupt geredet habe, ich habe da ein paar Fotos gemacht. Und die stelle ich dann gleich mal ein. Da, ans Ende von meinem Beitrag. So sieht das dann nämlich aus. Leer, 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 leer. Und das an einem ganz gewöhnlichen Donnerstagnachmittag. Es ist unfassbar und nicht zu glauben. Ach, das ist, wenn die Amerikaner verrückt sind. Das hier ist mindestens genauso verrückt, nur anders. Mann!